Modell aus dem Jahrhundert Mitte stammt, sind auf E-Modellautos, Lastwagen und Postbussen aus jener Zeit zu sehen. Heute brausen an den Lokomotiven und Wagen vorbei, die teilweise vom Ende des 20. Jahrhunderts stammen. Dank dem stetigen Ausbau verkehren heute Lokomotiven auf der Radstrecke, die gleichzeitig sehr viel stärker und sehr viel schneller sind als die Fahrzeuge der Gründerjahre. Ursprünglich bewahrt sich die Anlage der Radbahn erwies sich als sehr zeitbeständig und ausbaufähig. Fast ohne Unterbruch wurden an der gesamten Strecke erweitert.